Und hier sind wir wieder mit einem neuen K-Pop Reaction Video. Und es gibt heute den dritten und auch letzten Teil der NCT-Reihe. Falls ihr Teil 1 und 2 noch nicht gesehen habt, dann wäre das bestimmt ganz gut, um so ein bisschen Hintergrundinformationen gerade im ersten Teil zu bekommen. Im Detail geht es dabei um NCT U mit ihrem Musikvideo Boss und NCT Dream mit ihrem Musikvideo Go. Und das sind zwei Subunits von dem großen Oberhaus NCT. Und heute kommt eine weitere Subunit. Der Name ist ein bisschen schwierig auszusprechen, weil er auf Koreanisch ausgesprochen wird. Und zwar werden die einzelnen Nummern alleine ausgesprochen, nicht als 127, sondern als 127, also Il, I, Chil, Iri, Chil. Und woher dieser Name kommt, ist eigentlich relativ simpel, weil es ist der Längengrad, auf dem Seoul liegt. Und NCT Iri Chil gehört sozusagen stationär zu Seoul, also ihr Basecamp ist in Seoul. Das ist einfach der Schwerpunkt, von dem sie aus agieren, weil es ja wahrscheinlich später noch andere regionale Schwerpunkte geben wird, beispielsweise in Vietnam oder in China. Und NCT Iri Chil ist eben koreanisch und in Seoul stationiert. Trotzdem sind nicht alle Bandmembers Koreaner. NCT Iri Chil ist ein bisschen stabiler. Sie haben tatsächlich einen Leader, das ist Taeyong, den man auch schon in NCT U gesehen hat. Und momentan haben sie neuen Bandmembers. Mal gucken, ob das so bleibt oder ob das auch wieder verändert wird. Auf jeden Fall haben sie auch mehrere Beiträge auf dem neuen Album NCT 2018 Empathy, beziehungsweise eigentlich englisch ausgesprochen NCT 2018 Empathy. Und das Musikvideo, das sie gedreht haben, ist zu Touch. Und mal gucken, wie das nun wieder sein wird, weil ja schon NCT Dream mich ziemlich kalt erwischt hat mit ihrem neuen Konzept. Und NCT Iri Chil fand ich eigentlich bisher so ein bisschen ambivalent vielleicht. Also ich konnte mich da nicht richtig entscheiden, weil Firetruck mochte ich irgendwie total, auch wenn ich das Konzept selber, glaube ich, nicht so gut fand. Und mich das Musikvideo nicht so angesprochen hat, aber ich fand einfach sowohl den Tanz als auch das Lied richtig cool. Dafür fand ich bei Cherry Bomb hat irgendwie nicht so sehr zusammengepasst. Und jetzt ist mal ein neues Konzept vielleicht dran. Vielleicht wird das alte aufgegriffen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuche ich jetzt eine Konstante bei NCT Iri Chil herauszufinden mit dem Musikvideo Touch. Ey, die haben ein Konzert getauscht mit NCT Dream. Was ist denn das? Voll die Verarsche. Mann! Oh Gott, ich verstehe es nicht. Oh Gott. Wo kommt dieses fröhliche Konzept auf einmal her? Ey, was ist das? Ich bin verarscht. Oh mein Gott, Taeyong. Oh Gott, das sieht richtig gut aus. Okay, sorry. Taeyong und Mark. Ich meine, das muss man jetzt einfach mal wahrscheinlich vergleichen. NCT U Musikvideo. Und jetzt das hier ist ganz anders. Und oh, du Scheiße. Oh Gott, schwarze Haare steht hier so gut. Jutta, ey, mit diesem breiten Grinsen. Weil das ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Ich wurde total verarscht. Ey, Fluffy Pulli, was war denn das? Ich komme. Oh mein Gott. Oh, das ist Türmann. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Der sieht richtig gut aus übrigens. Also Türmann und Tail sehen so toll aus. Oh mein Gott, wieso erinnert mich das irgendwie an Girls' Generation Gigi mit den weißen Oberteilen und den Jeans-Sachen? Wer hat diesen Jungs denn auf einmal ein Softboy Cutie, wir fliegen mit Federn durch die Gegend und alles ist hellblau. Wer hat denn dieses Konzept denn auf einmal verpasst? Ey, oh. SM Entertainment hat mich überrumpelt.
Okay, also das, was ich von NCT Dream eigentlich erwartet habe, was ihr im Reaction-Video ja sehen werdet, ist jetzt hier eingetreten. Und dafür war NCT Dream eigentlich so, wie NCT Illichill bisher war. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, es ist fröhlich. Es ist dezent bunt, das finde ich eigentlich schön. Es ist nicht so aufdringlich, es sind nicht so richtig knallige Farben, sondern eher matt, leichten Pastell. Oh Gott, Mark passt einfach nicht in dieses Konzept. Es tut mir leid, einfach für mich ist Mark Hip-Hop-Style und er passt in diese Sanfte überhaupt nicht rein. Dafür Yuta mit seinem großen, breiten Lächeln passt viel, viel besser hier dazu. Ich bin nicht so ganz auf diesem extrem fluffigen K-Pop-Stil, auf den fahre ich nicht ganz so ab. Aber Tail sieht so unfassbar gut aus mit diesen schwarzen Haaren und dem Undercut. Oh mein Gott, ich mochte den schon immer, ich glaube, seit ich den ersten Mal gesehen habe in NCT U, The Seventh Sense. Einfach, weil er irgendwie so ein bestimmtes Gesicht hat, das mich irgendwie anspricht. Und er hat auch eine richtig, richtig gute Stimme. Dann fand ich ihn mal so zwischendurch nicht ganz so auffällig optisch. Und jetzt sieht das hier so gut aus, weil er hat eigentlich ein sehr, sehr sanftes, fast schon hübsches Gesicht. Und dann mag ich das, wenn so ein bisschen was Interessantes dazu kommt, nämlich etwas Konträres, und zwar dieser schwarze Undercut. Sieht richtig gut aus. Dann Türmann. Türmann deswegen, weil in NCT U hatte er diese tolle Szene mit dieser Tür und er sieht hier auch wieder richtig gut aus mit diesen schwarzen Haaren. Sehr schön. Dann gibt es ein paar, wo ich glaube, dass sie in den vorhergehenden Musikvideos noch nicht drin waren, die ich von NCT Illichill kenne. Aber ich war jetzt schon wieder so abgelenkt von einem anderen Konzept, dass ich überhaupt nicht auf Musik geachtet habe. Also ich muss das jetzt nochmal machen. Allein diese Eröffnungsszene, da fühle ich mich richtig verarscht. Der sieht richtig süß aus, wenn er so lächelt. Der ist auch so extrem konträr. Wenn man den so in Interviews und so sieht, ist er ganz anders als wie in Musikvideos. Yuta! Wenn sie da auf dieser, was ist das, dieser kleinen Mauer sitzen oder so, ich finde, da sind sie sehr übertrieben in ihrer Art, wie sie da sitzen. Und dann, oh, ein bisschen überspielt. Ich glaube auch Win-Win passt nicht so gut in dieses Fluffy-Konzept. Das ist so süß, Moment, Entschuldigung. Einfach Taeyong und Mark da zusammen, das ist total süß. Oh, da schlägt mein Mann mein Herz total stark gerade, weil ich mag das irgendwie so, wenn der Leader und Mangne oder der Älteste und Mangne so zusammen sind. Ich weiß nicht. Da werden meine Beschützerinstinkte, glaube ich, geweckt. Auf jeden Fall, das ist schön. So, weiter. Das ist so witzig, das wird echt dauernd aus. Voll die Paparazzi. Also ich muss jetzt gleich mal nachgucken, wer das ist. Sorry. Ich gucke jetzt nach, wie der heißt, weil ich meine nämlich, dass sein Name irgendwie mit D war, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Taeyong kenne ich, Yuta erkenne ich auch wieder, Mark auch. Johnny erkenne ich auch, der ist ja auch mit drin. Da. Doyoung. Ha, sag ich doch irgendwas mit dem. Okay. Und Doyoung sieht ein bisschen sehr gut aus. Auf jeden Fall auf Film sowohl bewegt als auch in Bildern. Gut, wissen wir das auch. Doyoung. Neuer Bias. Naja, nicht ganz. Mal gucken. Stay! Ah, Till, wie er in diesen Spiegel reinguckt. Oh, wird er jetzt gerettet und Mark wird erschlagen. Hä? Das ist ein bisschen cheesy, aber mir gefällt das, wo sie da am Ende hier in den Federn rumtollen.
Und das letzte Bild ist auch super schön, wo sie alle in die Kamera lachen. Aber das mit den Federn mag ich tatsächlich. Spricht es mich an? Musikalisch nicht so sehr. Es ist einfach, naja, es ist mir zu Boy Next Door. Es tut mir leid, das ist nicht ganz meine Linie. Aber es sind sehr, sehr schöne Aufnahmen von den Jungs drin. Und was ich tatsächlich glaube, es ist ein guter Track für die Vocal Line. Also einfach, dass die Stimmen von denen viel, viel besser zur Geltung kommen als in anderen Liedern. Weil was NCT Elite bisher so hatte, war vielleicht nicht primär für die Vocal Line geschrieben und deswegen kam das dann nicht so gut zur Geltung. Zwischendurch, wo sie da auf dieser Mauer sitzen, ich mag das nicht, wenn sie von vorne aufgenommen werden, aber so von der Seite, wo sie dann alle so in die Kamera gucken, ich glaube, das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist auch noch eine schöne Szene, wo sie da alle reinlachen. Aber es ist für mich ein bisschen zu viel Lachen. Ein bisschen zu sehr, wir sind glücklich. Ein bisschen over the top. Von der Aufnahme und Produktion her sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist nochmal ein schöner Abschluss so für diese NCT-Reihe von ihrem neuen Album, weil man jetzt irgendwie drei verschiedene Möglichkeiten hatte. Und ich denke bei NCT wirklich, dass jeder irgendwas findet, was ihn anspricht, wenn man auf K-Pop steht oder einfach sich vielleicht auch ein bisschen neu orientieren möchte, dann wird hier immer was geboten. Das war's für heute. Wenn ihr noch andere K-Pop-Reaction-Videos von mir gucken wollt, dann geht doch einfach auf meinen Channel oder in die Infobar und orientiert euch doch mal nach neuen musikalischen Möglichkeiten. Und ich sehe euch dann im nächsten K-Pop-Reaction-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!